Wir spielen das Babylon-Paket, den Babylon-Pack für Sid Meier's Civilization 6, heute rausgekommen. 19. November 2020, live auf Twitch, gerade vor etwa 400 Sivern gestreamt. WB Writing Bull, spezialisiert ganz viel auf Strategiespiele, aktuelle vor allem leidenschaftlicher Civ-Fan. Das Ganze aufgezeichnet für die Leute auf YouTube, alles was live auf den Twitch-Streams läuft, läuft dann nachher auch auf YouTube. Und was wir spielen? Wir spielen das Babylon-Paket mit der neuen spielbaren Fraktion, mit den Babyloniern, auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad, auf Gottheit, das machen wir ja immer, und mit dem neuen Modus, der heute rausgekommen ist, den man optional bei Start einer Partie anklicken kann, das ist der Modus Helden und Legenden. An meiner Seite zwei Chat-Moderatoren, die bisweilen auch zu hören sind, als Co-Kommentatoren zum Beispiel Marcel. Hallo Marcel. Hallihallo, schönen guten Abend zusammen. Und Matze Mellen. Hi Matze. Hallo zusammen und viele Grüße. Und die ganze Schwarmintelligenz natürlich auf Twitch und auch die Leute, die nachher auf YouTube kommentieren und ihren Senf dazugeben wollen und werden, ich hoffe mal, herzlich willkommen und schön, dass ihr dieses Projekt hier verfolgen möchtet. Was wir gemeinsam erleben, wir starten jetzt ein Zufallskarten-Skript, eine Partie vorneweg, aber worum geht's überhaupt? Babylon, das Babylon-Pack ist Teil hiervon, vom New Frontier Pass, deren... Das ist das dritte inoffizielle Add-on. Das dritte Add-on für Civ 6 läuft aufgeteilt in 6 Teile, in 6 einzelne Packs, die herauskommen. Kann man solo kaufen oder gesammelt vom Mai 2020 beginnend bis in den März 2021 rein. Das ist der vierte DLC, liefert wie alle anderen auch mindestens eine neu spielbare Fraktion, die Babylonier in unserem Fall mit Hammurabi, diesen neuen Modus, den wir uns gleich anschauen, Helden und Legenden und ein paar Details. Das heißt, jede Menge große Persönlichkeiten, 4 neue Stadtstaaten, 6 neue Stadtstaaten und 2 von ihnen auch mit neuen Modernisierungen. Jetzt bringt er mich, entschuldigt, liebe YouTube-Zuschauer, die auf Twitch sind, ungehörig, unterbrechen mich gerade mit einer Flut von Abos. Liebe Grüße an Matze, ich muss mich bedanken, hat gerade 20 Abos im Chat verteilt an sehr viele Leute, die ich jetzt namentlich nicht alle vorlese. Nur ein dickes Dankeschön an Matze, weil das kann ich jetzt nicht unkommentiert lassen. Und auch an Gilgamesh, an den Kartoffelbauer, an Didi, an nochmal an der Basti fürs Cheeren und an DJ fürs Verschenken und so weiter und so fort. Danke, Matze. Was wir vor uns haben jetzt, wir spielen wie immer halt dieses neue Paket hier. Und das, der Babylon-Pack enthält halt die Babylonier mit Hammurabi. Vorneweg, wie üblich bei den neuen Let's Plays, wenn wir die machen, eine kurze Einführung von mir in die Geschichte. Das heutige Irak kennt ihr alle. 2 große Ströme, die da durchfließen, Euphrat und Tigris, und das sogenannte Zweistromland Mesopotamien gilt als eine Wiege der Menschheit, deshalb, weil dort die erste Hochkultur oder Großkultur entstanden ist. Das war das Reich der Sumerer, oder besser gesagt, als erster Schritt, eine ganze Fülle von sumerischen Stadtstaaten dort. Das Ganze begann vor 5000 Jahren, also 3000 Jahre vor Beginn unserer Zeitenrechnung. Was dort begann, die Leute konnten sich niederlassen, konnten Landwirtschaft betreiben, weil halt diese Flüsse, Euphrat und Tigris, regelmäßig über die Fluten getreten sind. Sie haben fruchtbaren Schlick abgelagert. Das war eine Starthilfe für die Landwirtschaft. Das hat aber nicht ausgereicht, weil es auch heiß war und weil danach natürlich alles wieder wegtrocknete. Dann wurden aber Bewässerungstechniken erforscht und eingeführt. Und das dockt auch gleich sehr gut an das, was wir gleich erleben werden im Spiel. Denn wir werden als Babylonier mit der Technologie Bewässerung freischalten unser einzigartiges Gebäude. Das heißt Palgum und liefert uns Wohnraum, Produktion, Nahrung. Schauen wir uns gleich an. Das ersetzt bei uns die Wassermühle. Wie es dann weiterging, es bildeten sich immer größere Städte, zuerst kleine Siedlungen, dann größere Städte. Anfangs war alles auf einer Ebene, alle Leute waren gleich reich oder gleich arm, wirtschafteten im Prinzip für den Eigenbedarf, waren Bauern. Dann fing man aber irgendwann an, sich zu spezialisieren. Es gab auch Handwerker beispielsweise, die Waren hergestellt haben für die Bauern, und es begannen erste Unterschiede entstanden, soziale Unterschiede rund um die Verteilung von Land und von Nahrung. Eine Oberschicht hat sich herausgebildet und irgendwann gab es dann den Adel und die ersten Könige oder vor allem die einzelnen Könige in den einzelnen Stadtstaaten. Geld gab es damals immer noch nicht im Reich der Babylonier. Eine Großkultur, eine Hochkultur ohne Geld,
kann man sich heutzutage im Zeitalter des Kapitalismus kaum vorstellen, hat aber funktioniert und gilt auch als sehr kultiviert. Das heißt, die Menschen haben stattdessen Tauschhandel betrieben bei so kleineren Geschichten. Im Prinzip lief aber alles zentral. Religionen wurden gegründet und Tempel wurden gebaut und diese Tempelanlagen galten zugleich auch als Kornspeicher. Das heißt, die Kornüberschüsse wurden dort gelagert. Die Bauern haben tagsüber in der Stadt gelebt, sind tagsüber rausgegangen vor die Tore der Stadt, haben als Bauern die Felder bewirtschaftet, haben die Nahrung mit reingenommen, Sachen für den Eigenbedarf natürlich benutzt und alles dann auch in die Tempel gelagert. Und Überschüsse wurden dann verteilt an die Handwerker, an die Leute, die Religion betrieben haben, Priester, an die Wachen des Königs und natürlich an den König selber. So entstanden immer mehr Vermögensunterschiede und soziale Unterschiede. Das war das Reich der Sumerer. Das waren die innenpolitischen Unterschiede. Irgendwann ging es dann aber einen Schritt weiter und irgendwann gab es dann auch außenpolitische Unterschiede. Das heißt, es waren nicht mehr viele kleine Stadtstaaten, die sich irgendwann auch mit Mauern abgegrenzt und voneinander verteidigt und gegenseitig behauptet haben, sondern der erste Stadtstaat wurde deutlich mächtiger als der andere und hat ein Reich gebildet auf militärische Weise und hat die anderen unterdrückt. Und das waren nicht die Babylonier, sondern das waren stattdessen Sargon, der König von Akkad. Der hat das Ganze gemacht im Jahre 2334 hat er angefangen, die mesopotamischen anderen Stadtstaaten zu erobern. Thema Stadtmauer habe ich gerade erwähnt. Das Reich hier, Mesopotamien, dieses Gebiet war reich an Nahrung, fruchtbarer Schlick, man konnte Getreideüberschüsse erwirtschaften und die Leute wurden satt und haben sich vermehrt. Was dort aber fehlte, waren andere Ressourcen. Es gab wenig Holz und es gab auch wenig Stein. Und all diese Dinge mussten dann wiederum ertauscht werden mit anderen Regionen außerhalb dieses Zweistromlandes. Das heißt, es gab auch viele Handelsbeziehungen mit dem Ausland. Händler kamen rein, fuhren raus. Nahrung oder auch Keramik wurde exportiert. Stein und Holz wurde importiert. Akkad, das war das erste etwas größere Reich und das zweite größere Reich waren dann die Babylonier unter Hammurabi. Im Jahre 1792 hat er seine Herrschaft begonnen, Hammurabi, der Mann mit diesem Rauschebart, sehr gepflegt und hat regiert bis zum Jahre 1750, also ganz schön lange. Und er war ein Trickser. Es war ein Pragmatiker, einer, der immer so kleine Vorteile gewittert und mitgenommen hat. Ich habe ein YouTube-Video schon gemacht, so ein 1-Stunden-Special mit einer kleinen Testpartie, nicht bis zum Ende und ein paar Basisinfos, da hatte ich das auch schon beschrieben. Er hat immer wieder situative Bündnisse abgeschlossen mit einzelnen dieser Stadtstaaten und hat sich mit ihnen verschworen gegen andere Stadtstaaten, ist dann dorthin gefahren, mit Kriegswagen oder mit seinen Leuten hinmarschiert, hat diese Stadtstaaten erobert und gleich danach seinen neuen Bündnisgenossen wiederum den Krieg erklärt und die auch eingenommen. Vertrauen baut man so nicht auf, aber trotzdem haben die Leute ihm immer und immer wieder Glauben geschenkt, frag mich nicht warum, und hat so allmählich immer einen Vorteil nach dem anderen witternd und pragmatisch hinzufügend sich ein immer größeres Reich aufgebaut. Diese Spielweise setzen wir daher genial um, haben die Entwickler genial umgesetzt im Babylon Pack. Das haben die wirklich großzügig gemacht und großartig gemacht und darauf freue ich mich sehr. Wir bleiben noch einen Moment bei der Geschichte von Hammurabi und den Babyloniern. Er wurde zum einen dafür bekannt, dass er dieses große Reich aufgebaut hat, was übrigens nach seinem Tod an seinen Sohnemann fiel. Zu Lebzeiten schon hat er die Herrschaft an ihn übertragen. Endete leider bitter und der Sohn war nicht ganz so resolut wie der Herr Papa und hat das Reich dann auch wieder verloren, schnell aufgebaut und ebenso schnell ist das große Reich dann auch wieder eingegangen. Wofür Hammurabi bis heute bekannt ist, ist eine Gesetzestafel, die er gemacht hat. Eine große Steinstele hat er mit Keilschrift, da hat er die ersten Gesetze drauf eintragen lassen. Keilschrift wurde von den Sumerern bereits erfunden und entwickelt. Das war halt in Tontafeln eingeschlagen, erste Buchstaben oder andere Zeichen, mit denen man Rechnungen ausgeführt, Getreideerträge addiert hat, Botschaften ausgetauscht hat und so weiter. Und er hat halt erstmals auch ein schriftliches Gesetz erfasst und damit die Rechtsprechung rationalisiert, also auf rausgezogen aus daraus, dass man einfach persönlich mal so und mal anders drauf ist und launenhaft entscheidet oder dass sich der Stärkere durchsetzt, sondern er hat das Ganze rationalisiert. Das waren allerdings ultra brutale Gesetze aus heutiger Sicht, um nur ein Beispiel zu sagen.
Frauen und Kinder galten als Eigentum ihrer Männer bzw. ihrer Väter. Eine Sache, die man heute, zumindest wenn man Frau oder Kind ist, vielleicht etwas anders sieht als die Zeitgenossen damals. Und damals galt das Prinzip Auge um Auge, Zahn um Zahn. Das führt tatsächlich, dieser Spruch, den ihr auch aus dem Alten Testament kennt, den kann man tatsächlich auf Hammurabi zurückführen. Und nach diesem Prinzip sind diese Gesetze gebaut. Das heißt, wenn ich dir einen Schaden zufüge, dann muss mir in gleicher Münze zurückgezahlt werden. Wenn ich jemand verletze, werde ich in gleichem Maße verletzt. Bringe ich jemand um, verliere ich auch mein Leben. Schlage ich jemand den Daumen ab, wird mir auch der Daumen abgehauen und so weiter und so fort. Was wir uns jetzt aber anschauen werden, in-game, das sind die ganzen schönen Boni, die daran anknüpfen. Der zentrale Bonus, den die Babylonier haben, der spiegelt diesen Gedanken wider, dass man pragmatisch Vorteile genommen und umgesetzt hat, dass das Hammurabi gemacht hat. Das heißt, hier im Spiel nennt sich das Enuma Anu Enlil. Und das heißt, dass wir immer dann, wenn wir eine günstige Gelegenheit bekommen, nämlich ein Heureka, wisst ihr ja, kennt ihr ja, naturwissenschaftliche Forschung, wenn man bestimmte Trigger auslöst im Spiel, bekommt man 40% der Forschungskosten geschenkt und muss nur den Rest erforschen. Das sind die Heurekas im Spiel. Bei den Babyloniern funktioniert das etwas anders. Hat man ein solches Heureka, bekommt man sofort 100% der Technologie. Und ob man will oder nicht, man will es vielleicht gar nicht unbedingt, hat man dann auf jeden Fall diese Technologie auch sofort erforscht. Egal, ob man die Voraussetzungen erfüllt hat oder nicht. Egal, ob einem das überhaupt schon gefällt, dass man zum Beispiel keine Bogenschützen mehr bauen kann, sondern nur noch Armbrustschützen oder was auch immer. Das Ganze ist auch mit einem Nachteil verbunden, nämlich den, dass unsere regulären Forschungskosten halbiert sind. Das heißt, wenn wir zum Beispiel 100 Forschungspunkte pro Runde erzeugen, sind es dann nur 50. Schauen wir uns alles gleich in-game an. Das sind die Boni, die die Babylonier haben. Unser Anführer Hammurabi hat selber auch noch einen Bonus. Und dafür zeige ich euch mal Folgendes. Wir erstellen eine Partie. So sieht es hier aus. Gehen hier rein in Spiel erstellen. Holen uns, ich spiele mit allen Add-ons, mit allen DLCs, holen uns den neuen Anführer Hammurabi. Rechts seht ihr alle seine Boni. Ninu Ilu Sirum, das ist der Bonus, den Hammurabi als Anführer reinbringt. Und der bedeutet immer dann, wenn wir das erste Mal einen Spezialbezirk bauen, mit Ausnahme des Regierungsbezirks, aber alle anderen, das heißt einen Hafen, ein Handelszentrum, ein Unterhaltungsdistrikt, eine heilige Stätte, ein Campusdistrikt, dann bekommen wir danach das erste Gebäude, das darauf normalerweise entsteht und das wir sonst bauen müssten, geschenkt. Das entsteht in dem Augenblick, wo das erste Mal dieser Bezirk von uns gebaut worden ist. Zack ist dann, wenn ein Campus steht, beispielsweise auch eine Bibliothek da, wenn eine heilige Stätte dort steht, auch ein Schrein da und so weiter und so fort. Das passt auch technologisch ganz gut, weil ja diese Basisgebäude immer auch schon da sind, wenn der Bezirk erforscht worden ist. Anders funktioniert das bei den Nicht-Spezialbezirken, bei den anderen Bezirken. Dann bekommt man stattdessen einen Gesandten, wenn wir das erste Mal einen Bezirk dieses Typs bauen, das erste Mal ein Aquädukt zum Beispiel gebaut, bekommt man einen Gesandten, den man in einem Stadtstaat einsetzen kann. Die weiteren Boni seht ihr ebenfalls. Wir haben eine Spezialeinheit und wir haben ein Spezialgebäude. Das Spezialgebäude hatte ich eben schon erwähnt, es heißt Palgum. Das motiviert uns extrem, in der Nähe von Flüssen zu siedeln, denn ansonsten können wir dieses Gebäude nicht bauen. Das ersetzt das Wasserrad, die Wassermühle. Ohne Fluss, wenn die Stadt nicht direkt am Fluss sitzt, können wir das Palgum nicht bauen. Und das liefert halt Wohnraum, Produktion und jede Menge Nahrung auf allen Süßwasserfeldern. Das ist mächtig, gucken wir es gleich in-game an. Und unsere Spezialeinheit heißt Sabum Kibitum. Und diese wiederum, die passt sehr gut zu dem grundlegenden Gedanken unserer Babylonier, dass wir bei Spielstart möglichst viele Heurekas bekommen wollen. Denn einen Teil dieser Heurekas bekommt man ja dadurch, dass man über die Karte hinweg rast und dass man Gelegenheiten als Erster entdeckt, dass man ein Naturwunder entdeckt, dass man einen Stadtstaat entdeckt, dass man eine Ziff entdeckt, dass man alle Stadtstaaten, dass man irgendwas alles, dass man all diese Trigger auslöst, dass man ein Bonusdorf reinzieht, dass man ein Artefakt findet, was auch immer. Das alles können mögliche Trigger sein für Heurekas im Spiel. Und dafür ist Sabum Kibitum die perfekte Einheit. Schauen wir uns auch gleich an. Das ist jetzt schon, das verkünde ich, das erste Projekt, das wir in unserer Stadt bauen werden. So sieht es aus. Das sind unsere Leute. Wir gehen rein in das erweiterte Setup und
Jetzt gucke ich mal, ich will euch nicht in Seed zeigen, weil ich will nicht, dass ihr das jetzt schon nachspielen könnt und dass er dann mich spoilert bei künftigen Videos oder Streams. Aber ich glaube, der Seed wird so nicht angezeigt, dafür müsste ich runterscrollen, alles gut. Wir stellen hier ein unseren Anführer Hammurabi, da ist er. Da steht er zwischendurch ein Dankeschön an Janis und an einen anonymen Cheerer fürs Abonnieren bzw. fürs Cheeren, an Jochen für dein Abo, auch dickes Dankeschön an Didi fürs Cheeren und so weiter. Das ist Hammurabi, der Anführer der Babylonier. Und dann, da schalte ich jetzt mal Matzo Man mit dabei, meinen fachkundigen Community-Experten für Civilization. Wir beide haben uns vor Beginn des Streams zusammengesetzt und haben uns was überlegt. Wir hatten vorher schon bei dem früheren Stream mit euch auf Twitch darüber nachgedacht, welche Zivs wir uns holen. Und es war ein Wunsch, der wurde geäußert und den fand ich sehr cool, dass wir historische Anführer und historische Zivilisationen nehmen, die ganz gut auch passen zu dieser Epoche oder zumindest zu dieser Region, eine Möglichkeit zu beidem. Wir haben uns 5 Leute ausgesucht und gleichermaßen aufgeteilt auf Mann und auf Frau. Und das Ganze beginnt natürlich mit einem Blick in die Geschichte. Ich habe gesagt, sumerische Kultur, und es beginnt mit wem? Mit einem Halbgott beginnt es, Matze. Ja, du spielst wahrscheinlich auf Gilgamesch an, der die Sumerer anführt. Das ist der, Gilgamesch. Man weiß nicht, hat es ihn gegeben oder nicht. Es werden Legenden über ihn erzählt. Die einen behaupten, es sind wirklich nur Legenden. Die anderen sagen, der wahre Kern ist so wahr und so groß. Es muss ihn gegeben haben, diesen legendären Anführer der Sumerer, die ebenfalls wie die anderen Zivilisationen auch, die wir uns jetzt holen werden, oder wie die meisten zumindest, Spezialeinheiten haben früh am Spiel, sodass wir auch frühzeitig herausgefordert werden. Zikkurate können die bauen, eine Modernisierung, Wissenschaft, Kultur, dicke Vorteile, können schnell mit dem Kriegswagen durch die Gegend fahren und können uns ganz schön unter Druck setzen und können sehr, sehr preisgünstig Stadtstaateinheiten ausheben. Das heißt, sie werden versuchen, sich gut mit Stadtstaaten zu stellen. Nächster Anführer, den wir uns überlegt haben, wir haben uns gedacht, wir gehen ein kleines Stückchen Richtung Osten, gehen ein kleines Stückchen vorwärts in die Zukunft. Ein Anführer, den es viel später gegeben hat und der niemals Regierungspräsident oder Staatspräsident war, der aber ein legendärer Anführer von Civilization war und ist, nämlich der Großmeister des nuklearen Erstschlags, lieber Matze. Das sind die Inder. Angeführt von Gandhi. Wahre Geschichte. Warum hat Gandhi einen legendären Ruf, obwohl er Pazifist ist als der Atombombenwerfer? Aufgrund eines Rechenfehlers. Weil zwar beim allerersten Civ-Teil, da gab es einen Fehler bei der Programmierung, da musste ein Wert eingetragen werden, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass er Atomwaffen einsetzt. Die wollten einen ganz kleinen Wert angeben, er wurde aber als ein ganz großer vom Programm interpretiert, deshalb setzt er bis heute gerne Atomwaffen ein. Gandhi und die Inder hatten wir ganz lange nicht mehr bei einem Let's Play. Dann gehen wir noch ein Stückchen weiter Richtung Osten und holen uns jemand, die uns ein bisschen fordert, Matsumanix, bei der Forschung und bei der Wissenschaft. Ja, wir holen uns die Koreaner mit Sondok da mit hinein, die ja sehr starke Boni bekommt tatsächlich für die Forschung, und die wird wahrscheinlich ganz gut mit uns mithalten können in dieser Partie. Die baut auch ein bisschen anders. Minen bekommt Wissenschaft bei ihr beispielsweise. Sie versucht immer Hügel abzugreifen und sie hat diesen Spezialdistrikt Sovon, einen Bezirk, der nur auf Hügeln gebaut werden kann, der viel Wissenschaft gibt und eine Spezialeinheit. Das ist die Ausnahme zu den anderen, die nicht schon ganz früh im Spiel da ist, sondern erst später. Huacha, das ist die Spezialeinheit der Renaissance, ersetzt die Feldkanone und kann richtig, richtig feuern und tut weh. Das ist Sondok. 2 bleiben noch übrig. Alantia, liebe Grüße an dich und Dankeschön und danke und auch ein Gruß an Guni für dein Abo. Liebe Grüße an dich. 2 bleiben noch übrig. Wir sind bislang Richtung Osten gewandelt. Jetzt bewegen wir uns ein kleines Stückchen Richtung Norden. Ist es Nordwesten oder Nordosten, wenn ich mir das auf meiner inneren Landkarte vorstelle? Ich weiß gar nicht genau. Irgendwie Richtung Norden und irgendwie ein bisschen Richtung Asien rein und da, wo ein legendäres Reitervolk gelebt hat. Räuber, beziehungsweise eine Oberräuberin, die sie anführt, eine Kriegstreiberin, Matsumanix. Ja, Tymiris mit den Skythen haben wir uns überlegt, dass die uns vielleicht auch nochmal besuchen kommen kann. Und die kann uns richtig wehtun, weil die hat die Eigenschaft, dass sie immer dann, wenn sie eine leichte Kavallerie oder einen Sakenbogenschützen, ihre Spezialeinheit erzeugt,
automatisch einen zweiten bekommt. Gratis. Das hatten wir selber schon mal. Ich habe mal ein Let's Play gemacht mit ihr und das ist heftig. Das kann richtig, richtig wehtun und die ist auch kriegsbereit. Ist bisweilen verstimmt und wenn ihr uns angreifen könntet, das könnte übel ändern. Und deren Einheit kommt allerdings etwas später, kommt erst mit der Klassik und nicht gleich von Beginn an. Unsere Spezialeinheit ist ja von Beginn an schon da und sie kann Kurgan bauen, eine Spezialmodernisierung, die viele Glaubenspunkte bringt. Und als letztes, was wäre die Antike oder die Bronzezeit ohne das Kulturvolk dieser Zeit aus europäischer Sicht? Die Stadtstaaten im Westen, wir reden über die Stadtstaaten bei uns im Zweistromland, die Sumerer und Babylon. Was wäre denn die Geschichte dieser Welt und dieses Zeitalters ohne die anderen Stadtstaaten im Westen, die auch Kulturgeschichte geschrieben haben? Mazumanix und ihr legendärer Philosoph, Philosophenkönig, für uns jetzt. Genau, mit Perikles und dem Anführer der Griechen, den haben wir schon lange nicht mehr gesehen in einer unserer Partien und dachten mir, das ist doch eine coole Gelegenheit, jetzt wieder mit dabei zu sein. Und ihn beneide ich jetzt schon darum, dass er einen zusätzlichen Joker-Politikplatz in jeder Regierung, eine heftige Spezialeinheit Hoplite. Wenn die nebeneinander stehen, haben die extra Kampfstärke 10 mehr, das ist richtig fies. Wenn die untergehakt vorwärts marschieren, als eine Front von Hoplithen nebeneinander, das kann richtig, richtig wehtun, haben massive Vorteile auf Kultur. Könnte wehtun und müssen wir mal gucken, wie das funktioniert. Worauf spielen wir? Klare Ansage, wir haben ein Ziel. Unser Ziel heißt, aus Gründen, Wissenschaftssieg. Und der Grund ist eben unsere Spezialfähigkeit Enuma Anu Enlil, dass wir, wenn wir Heurekas geschickt nutzen, schnell vorankommen können. Ein Warnhinweis, viele von euch haben, ich hatte es eben schon erwähnt, dieses 1-Stunden-Video-Special auf YouTube schon gesehen. Da bin ich durchmarschiert auf Standard-Schwierigkeitsgrad und auch nur in den ersten Spielrunden auf Prinz, durchmarschiert durch das Reich wie ein heißes Messer durch kalte Butter. Das sah aus, die Kombination Babylon und Modushelden und Legenden, als wären wir absolut unschlagbar. Das wird sich gleich ändern. Erstens sollen wir auf Gottheit spielen, massive, extreme Startvorteile auf Seiten unserer Nachbarn. Zum anderen aber auch deshalb, weil dieser Vorteil kann Mazuman uns berichten, der hat nämlich einen Stream der Entwickler verfolgt. Der wird von den Entwicklern von Firaxis Games als einer beschrieben, im Laufe der Partie, nämlich diese Möglichkeit durch Heurikas Forschungen hundertprozentig sofort freizuschalten, als ein Vorteil im Laufe der Partie immer mehr an Kraft verliert. Ja, zu Beginn wird das sehr, sehr mächtig sein. Also wir werden durch den Technologiebaum rasen, relativ schnell mächtige Technologien freischalten können und das wird uns auch sehr stark boosten. Aber je weiter wir voranschreiten, desto weniger Heurikas gibt es eigentlich, die wir auf natürlichem Wege bekommen können. Da gibt es dann Heurikas im Informationszeitalter, wo wir hinkommen müssen, wenn wir einen Wissenschaftssieg machen wollen. Da müsste man dann einen Spion einsetzen, man müsste die passende große Persönlichkeit für haben. Und das wird sehr, sehr schwer sein dann für uns. Und dann greift dieser Malus besonders stark mit den -50% auf die Wissenschaftserträge. Im Chat wird darauf hingewiesen, ich weiß nicht gar nicht, wer den Tipp gegeben hat, es könnte klug sein, wenn man die Farbe ändert von Perikles, weil er sieht uns Babyloniern, die Griechen, sehr ähnlich. Können wir die Farbe ändern oder nur das Symbol? Ein bisschen beides. Wir können dunkelblau draus machen. Da haben wir allerdings ein Problem mit Gilgamesch. Ihm könnten wir eine andere Farbe wiederum geben. So könnten wir ein bisschen tricksen. Der Unterschied ist gering. So könnten wir das machen. Die sehen sich immer noch ein bisschen ähnlich. Es ist sehr viel Blau im Spiel. Gandhi können wir in Grün eintauchen. Das klappt ganz gut. Wir haben zu viel Blau im Spiel. Wir können uns das hier geben. Wir können uns ein leuchtendes Gelb auf Blau geben. Das wäre eine Möglichkeit. Damit können wir arbeiten. Ja, die sehen sich teilweise noch etwas ähnlich. Das könnte im Spiel schwierig werden. Weiß für Perikles, Dunkelblau und Gold für uns. Und Gilgamesch müssen wir noch ein bisschen absetzen. So, das sind jetzt ähnlich. Jetzt haben wir 5, 6 verschiedene Farben. So kann es klappen. Wir in dunkelblau und gelb und die anderen in anderen Farben. So funktioniert das. Auf welchem Kartenskript werden wir spielen? Wir spielen auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad, wie immer. Wir spielen auf Gottheit. Was bedeutet, dass die KI mit
immer dann, wenn sie die erste Stadt gebaut hat, sofort einen Siedler geschenkt bekommt. Mit dem kann sie losziehen, die zweite Stadt gründen. Wenn die gebaut ist, bekommt sie sofort einen Siedler geschenkt, zieht weiter, baut die dritte Stadt. So haben die ganz früh im Spiel drei Städte. Das ist der Grundgedanke des Gottheit-Schwierigkeitsgrades. Dazu kommen noch signifikante Vorteile beim Bau von allem, bei der Generierung von allen Ressourcen, von allen Erträgen, beziehungsweise Mali auf unserer Seite, eins von beidem immer. Wir starten in der Antike, normales Tempo, Katastrophenintensität lassen wir, wir spielen ja oft mit ein bisschen mehr, lassen wir jetzt nochmal in der Mitte, normale Anzahl von Stadtstaaten. Wir spielen bewusst auf einer kleinen Karte, da haben wir gute Erfahrungen mitgemacht, weil die Partien nicht unbedingt spannender werden, wenn die Karten sehr groß sind, sondern vor allem viel Klickarbeit bedeutet. Die Runden ziehen sich und irgendwann, früh steht ja oft fest, wer gewinnen wird, und je größer die Karte ist, desto länger dauert das Endgame. Viele von euch lieben es, auf sehr großen Karten anzufangen, aber lieben es auch, auf diesen großen Karten und irgendwann die Partien abzubrechen und nicht bis zum Ende zu spielen. Und das wollen wir ja nicht erleben, deshalb wählen wir vernünftigerweise eine kleine Kartengröße. Und wir haben uns ein Kartenskript überlegt, es war ein Vorschlag von Matzo Man, den ich sehr gut finde. Warum gefällt dir Kontinente und Inseln? Ja, ich mag einfach die Mischung ganz gerne. Also man hat verschiedene Landmassen, man hat kleine Inseln, größere Kontinente. Gerade auch beim letzten Display hatten wir ja eine sehr landlastige Karte gehabt mit dem Hochland, das als ein großer Kontinent war. Und ich dachte mir, das bringt jetzt nochmal ein bisschen wieder Abwechslung hinein. Das wollen wir jetzt erleben. Kontinente und Inseln. Karte ist gewählt. So sieht's aus. Große, wenige große Landmassen, viele Inseln drumherum. Rest bleibt so, wie es ist. Den Helden- und Legendenmodus aktivieren wir noch. Siegbedingungen Standard. Mal gucken. Wissenschaftssieg wollen wir anstreben. Da kann ich uns nur noch wünschen. Viel Vergnügen, viel Spaß. Liebe Grüße an ganz viele Leute, die gerade zugucken. Über 1.564 Zuschauer zähle ich. So schnell kann ich zählen. Schön, dass ihr alle da seid auf Twitch. Wir spielen Babylon im neuen Modus. Erlebt ihr jetzt Helden und Legenden auf Gottheit heute am 19.11. am Release-Tag, und morgen geht es weiter. Am nächsten Tag auch ab 19 Uhr am Sonntag der dritte Stream, alles nachher dann auch auf YouTube. Wir starten, viel Spaß, rein geht's. Und jetzt kommt eigentlich schon der spannendste Augenblick der gesamten Partie, beginnt jetzt der spannendste Augenblick überhaupt. Tut mir leid, lieber Chat, einzelne Leute wünschen sich, dass wir das kombinieren noch mit einem anderen Modus. Das ist mir zum Kennenlernen zu viel durcheinander, das können wir vielleicht später mal machen. Der spannendste Augenblick vielleicht überhaupt in dem Stream, nämlich wo landen wir? Wir Babylonier müssen landen, damit wir unser Startgebäude in unserer Stadt bauen können. Das Palgum, wir müssen landen in Flussnähe. Das ist wichtig, nicht an einem See, an einem Fluss. Nicht auf nah, nicht am Rand, nicht im ewigen Eis, irgendwo bitte an einem Fluss. Je zentraler, desto besser. Je mehr Flüsse in unserer Umgebung sind, desto besser. Wenn wir irgendwo landen, in einer ariden Gegend, in einer feuchtigkeitsarmen Gegend mit kaum Flüssen, dann spielen wir nicht auf Gottheit, dann spielen wir auf, was weiß ich, auf Sid Meier, dem ultimativen Schwierigkeitsgrad. Das wollen wir alle vielleicht doch nicht erleben. Spiel starten, viel Spaß. Großes, großes, spannendes, erstes Abenteuer. Wo landen wir? Von den ersten Anzeichen des Lebens im Wasser bis zu den gewaltigen Bestien der Steinzeit. Der Mensch ist seine ersten aufrechten Schritte gegangen und ihr seid weit gekommen. Nun beginnt eure größte Aufgabe, von der Wiege der Menschheit zu den Sternen. Großer Hammurabi, euer Wort ist euer Gesetz. Ihr lebt und lenkt nach eurem Kodex und stellt stets sicher, dass euer Reich es euch gleich tut. Ihr seht die Welt als komplexes Netz von Bündnissen, Möglichkeiten und Risiken. Wägt eure Chancen sorgsam ab, während ihr euer Reich erschafft und Mesopotamien vereint. Es geht los! Auf geht's! Viel Vergnügen! Und hier starten wir. Achtung! Ja, Einfluss. Wir haben es geschafft. Jetzt bitte nicht überrascht sein. Ich musste mich als allererstes jetzt, ihr habt ja eben vielleicht mitbekommen, die Musik im Hintergrund war eine andere als die, die ihr normalerweise im Hauptmenü führt. Das hat rechtliche Gründe. Mir werden Videos schnell geclaimed auf YouTube, wo die Startmusik von Civ 6 zu hören ist. Fast jede erste Folge eines Let's Plays
wird mir von Urheberrechten weggeclaimt und es nervt mich hochzehnt. Da hatte ich eben extra eine andere Musik eingestellt. Jetzt muss ich zwei Dinge machen. Erstens muss ich die Musik hier einmal bei jeder Szene einmal kurz rausnehmen. Das geht fix. Ich hoffe, ihr werdet aber nicht nervös. Das sind die einzelnen Szenen. Genau. Und jetzt gehe ich hier rein und mache uns die Ingame-Musik an. Und dann brauche ich auch gleich euer Feedback, weil ich hoffe, dass ich dann alles richtig von der Lautstärke eingestellt habe. Und falls ihr euch wundert, wo ist die Musik zu hören, ich höre sie gerade auch nicht. Die kommt gleich. So sieht es hier aus. An diesem Fluss. Und er heißt Euphrat, natürlich. Könnte auch Tigris geheißen haben. Unser erster Fluss ist der Euphrat. Das Zweistromland ist im Augenblick ein Einstromland. Was haben wir vor Ort? Steine. Das ist schon mal eine coole Geschichte. Es bringt auch gleich den ersten möglichen Bonus. Die Leute von euch, die schon drauf schielen, wie können wir an Heurikas kommen, die wissen ja bereits, wenn wir ein Steinbuch gegründet haben, dann können wir zum Beispiel, die haben wir die Steinmetzkunst automatisch gleich erforscht, egal ob wir die Voraussetzungen erfüllt haben oder nicht. Haben wir Luxusressourcen drumherum? Oh ja, süß, wir haben Zucker, ganz, ganz köstlich. Wir haben Reis hier vorne, wir haben Wälder, die wir roden können, wir haben eine Maisbonusressource und wir sind vor allem auch in der Mitte eines Flusses. Das könnte der Anfang sein oder das Ende. Je mehr Süßwasserfelder rund um unsere Stadt sitzen, desto mehr können wir profitieren vom Palgum, das jedem Süßwassergeländefeld nämlich jeweils eine Nahrung drauf gibt. Alle grünen Felder hier sind Süßwasserfelder. Wir sehen allerdings auch, weit drumherum ist erstmal kein Fluss. Mal gucken, was wir hier noch finden werden. Das ist die Übersicht unserer Ressourcenerträge. Und wir haben ein gutes Startfeld direkt daneben. Das ist das hier oben mit zwei Nahrung, zwei Produktionen. Sehr verlockend wäre natürlich das hier unten. Das Feld hier mit der Zuckerluxusressource erstmal, damit wir die schnell drin haben. Aber auch deshalb ein 5 Nahrung würde bedeuten, dass die Stadt extrem schnell wächst. Das wäre auch sehr, sehr cool. Es kann aber sein, dass ja nicht so viel Produktion ist. Eine Möglichkeit, das rauszubekommen, wir machen eine kleine Mini-Scout-Aktion, schnappen uns den Krieger und ziehen mit ihm auf den Hügel hier drauf. Von da aus sollten wir weit gucken können. Mal schauen, was wir erspähen können. Ja, hier oben eine Weide und noch ein Fluss und ein Reisvorkommen. Eieiei, Reis, Reis, Zucker, jede Menge Nahrung. Wenn hier ein Fluss ist und da, dann könnte das sinnvoll sein, eine Stadt hier oben zu gründen. 3 Felder Abstand Minimum, dann das Stadtgebiet der nächsten Stadt. Also eine Stadt hier oben zu gründen und eine hier. Dann, das würde ganz gut hinkommen. Und das wiederum wäre ein Grund, eventuell mit dem Siedler hier oben stehen zu bleiben und nicht weiter runterzuziehen. Lasst uns mal nachdenken, wie wir das machen. Wo wollen wir hin? Wollen wir uns Richtung Nahrung bewegen, auf den Hügel und hier zum Beispiel siedeln? Das hier ist alles Schwemmland. Da kann es also Überschwemmungen geben. Das ist ein Nachteil und ein Vorteil. Ein Nachteil ist natürlich, Modernisierung können zerstört werden. Vorteil, so früh in der Partie, da können riesige Nahrungserträge oder auch Produktionserträge durch wiederkehrende Überschwemmungen erzielt werden. Die Ressource hier ist cool, aber die, auf die habe ich es abgesehen. Hätte ich bloß eine zweite Einheit mit euch, ich würde hier gucken gehen, was dahinter ist. Spontan. Beides kann man begründen. Ich frage mal unseren Matsumanix und auch den Chat. Was ist euch lieber? Sollen wir in der Nähe der Produktion bleiben oder sollen wir uns die Nahrung holen? Ich finde tatsächlich die aktuelle Position gar nicht so verkehrt. Es ist sehr, sehr nahrungslastig, das Gebiet, was wir hier haben. Und wir haben wenig Produktion, deshalb würde ich eher in Nähe der Produktion bleiben. Und dann aber in Richtung Westen natürlich schon dieses spannende Gebiet mit zweiten Siedler dann claimen. Relativ schnell, das müssen wir machen. Wir haben allerdings ein dickes Nahrungsfeld, nur wenn wir hier stehen bleiben, das ist das Zuckerfeld, das sollte schnell dazukommen. Wenn wir hier gründen, dann wird eine der beiden Bonusressourcen oder die Luxusressource wahrscheinlich als erstes Feld dazukommen. Ich könnte mir gut vorstellen, dass es die hier ist. Wenn wir hier gründen, dann ist bis zum dritten Ring das alles hier unser. Auch das Steinvorkommen hier gehört uns. Die Weide hier unten gehört uns, das ist schon ganz gut. Die Stadt würde reichen, bis hierhin einschließlich. Die andere Stadt müsste gegründet werden an einem Fluss. Die könnte dann hier vielleicht gegründet werden, könnte hier auch noch viel abclaimen. Wenn wir in die Mitte ziehen würden, weiter nach links, könnte es dagegen sein, dass wir beide Flüsse, hier ist eine Flussbiegung, blocken und dann wirklich nur eine Stadt gescheit bauen können. Das wäre irgendwie schade. Ich folge mal Matsumanix Rat. Gehe ich hier hin. Und die erste Stadt wird natürlich wie heißen? Im Chat wird schon ein Lied angestimmt, passend zu den Flüssen und zu Babylon. Laut singend hakt man sich im Chat unter.
Wir gründen hier an den Rivers of Babylon unsere allererste Stadt. Es ist Babylon. Babylon ist da. So sieht Babylon aus. Unsere erste Stadt gegründet. Was bauen wir als erstes? Natürlich gibt es wie immer heiße Diskussionen. Es gibt immer mehrere Möglichkeiten. Ich werde auf jeden Fall gleich ein Sabum Cubitum bauen. Unsere Spezialeinheit möchte es allerdings kurz begründen, weil man kann natürlich auch sagen, wir spielen im Modus Helden und Legenden. Das bedeutet, es gibt 12 Heldeneinheiten im Spiel. Die werden, kann man dadurch freischalten, dass man einen Trigger auslöst. Man findet diese Heldeneinheiten, dass sie einem ihre Dienste offenbaren, wenn man ein Stammesdorf besucht oder wenn man einen Gesandten, dass er in einen Stadtstaat schickt oder wenn man das erstmal so zerrennen wird von einem Stadtstaat, wenn man einen Kontinent entdeckt, wenn man ein Naturwunder entdeckt. Das sind alles mögliche Trigger, um einen dieser 12 Helden rekrutieren zu können. Aber man hat ihn noch nicht rekrutiert. Das ist Schritt Nummer 1. Man hat ihn dann erstmal angeboten bekommen. Die werden im Laufe der Zeit darüber dann halt angeboten. Der KI werden die auch angeboten und derselbe Held kann auch der unterschiedlichen Zivilisationen angeboten werden. Aber rekrutiert werden kann jeder Held immer nur von einem Herrscher oder von einer Herrscherin und darüber, dass man ein Monument baut. Sobald das Monument abgeschlossen ist, gibt es Bauaufträge, also Projekte hier. Und die geben uns die Möglichkeit, entweder einen dieser Helden, die wir mittlerweile aufgedeckt haben, gezielt uns dessen Dienste zu holen. Das sind dann 2, 3 oder wie viele Runden, bis wir dann diesen Helden haben. Der tritt dann in unsere Dienste und wenn er das gemacht hat, ist er gebunden an unsere Zivilisation. Er ist gebunden außerdem an dieses Monument. Beides. Das heißt, wir können, dieser Held kann von keiner anderen Zivilisation sich mehr geholt werden. Und er kann auch nur, er kann nachher wiederkommen, er kann nur an diesem Monument in dieser Stadt später wiederbelebt werden. Die Helden haben eine eingebaute Lebensdauer, in der Regel nicht immer so um die 30 Runden etwa. Wenn die Lebensdauer vorbei ist oder wenn der Held getötet wird auf der Karte, ist er futsch in dieser Epoche. Später kann der Held wiederbelebt, zurückgerufen werden von uns, wenn wir diese Stadt noch haben und wenn wir dieses Monument noch haben, dann können wir das machen. Das können wir aber erst machen in der nächsten Epoche, nicht in derselben, es geht erst eine Epoche weiter. Wenn wir die Stadt verloren haben sollten mit dem Monument, dann können wir den Helden auch nicht wiederbeleben, wir können ihn nicht widerrufen. Der neue Besitzer der Stadt kann das allerdings auch nicht. Deshalb habe ich eingangs gesagt, die Helden sind gebunden an ein Monument in einer Stadt und an eine bestimmte Zivilisation in dem Augenblick. Und außerdem hinterlassen sie bei ihrem Tod noch 2 Dinge, aber da schauen wir uns gleich noch an. Das ist jetzt zu viel der Spoilerei. Deshalb könnten wir sagen, wir entdecken doch sicher gleich viele coole Helden. Schnell das Monument gebaut, die Helden sind so stark. Danach können wir uns die Dienste eines ersten Helden versichern. Ja, guter Gedanke, aber erstmal wollen wir natürlich diese Helden überhaupt finden. Wir können alternativ auch sagen, wir bauen uns das Monument, das ist eine andere Strategie, und versuchen gar nicht die Dienste eines bestimmten Helden zu finden. Das ist uns egal, ob andere die Helden schon mit denen in Kontakt getreten sind und wir vielleicht nicht, egal, denn wir haben in jedem Monument ja noch eine zweite Option und die besteht darin, dass wir einen zufälligen Helden entdecken können. Das ist so über den Daumen vielleicht 50% teurer, so ein Projekt, aber auch nicht wirklich teurer, sich einen zufälligen Helden dann anzeigen zu lassen. Hat zwar Nachteile, das Projekt dauert länger und ist halt ein zufälliger Held. In der Regel verliebt man sich ja in die Eigenschaften der Helden, die man frühzeitig findet, obwohl ich persönlich finde, die sind alle mega stark und ob man den einen oder den anderen Held hat, stolz sein und feiern kann man auf jeden Fall dann noch. Das heißt, es könnte sein, eine Strategie, dass man sagt, ich fange gar nicht erst an zu scouten, ich setze nur auf viele Siedler, viele Monumente und ganz schnell Helden rekrutieren im Modus Helden und Legenden. Strategie Nummer 1. Würde ich übrigens jedem empfehlen, der die Römer spielt unter Trajan, denn die haben ja die Spezialeigenschaft, dass in jeder Stadt, in der sie diese gründen, sofort ein erstes Gebäude steht. Also zu Beginn immer ein Monument schon mal da ist. Und stellt euch das mal vor, ein paar Siedler rausgehauen, ein paar Städte hingesetzt, immer ein Monument da, zack, kann man sich Held nach Held holen. Zufälligerweise haben wir uns die Römer nicht als Gegner ausgesucht. Ei, hatten wir da eventuell Furcht vor? Ja, ich bekenne mich ganz offen. Da hätte ich Fracksausen gehabt. Das ist die Strategie Nummer 1. Strategie Nummer 2 ist die andere und die wollen wir jetzt machen. Das ist die, dass wir die Sabum Cubitum Einheiten bauen. Einmal bauen, zweimal bauen, mal gucken wie oft. Der Sabum Cubitum, hier zu sehen, unsere Spezialeinheit, ist von Beginn da.
sieht er jetzt. Er ersetzt nicht den Krieger, er ersetzt nicht einen Scout. Es ist eine eigenständige Art von Einheit. Später im Spiel wird er verbessert zu einem Schwertkämpfer. Das heißt, er steigt dann ein in die Entwicklungsklasse der Nahkampf-Infanterie-Einheiten. Aber zu Beginn ist das eine eigenständige Einheit. Wenn ihr euch die Nahkampfstärke anschaut, die ist etwas geringer als bei einem Krieger. Ein Krieger hat eine Nahkampfstärke von 2, allerdings auch nur eine Fortbewegung von 2. Ein Späher hat eine Nahkampfstärke von 10, halb so viel, aber 3 Fortbewegungspunkte. Und der Sabumkibitum, das ist quasi ein Hybrid von beidem, die besten Eigenschaften von beidem, von Krieger und Späher, vereint in unserer Spezialeinheit im Sabumkibitum. 17 Nahkampfstärke, geringfügig weniger als der Krieger, 3 Fortbewegungspunkte und 3 Sicht. 3 Sicht, nicht 2, sondern 3. Und wir können damit halt auf weite Entfernung zum einen die Karte schnell durchlaufen. Wir können aus großer Entfernung sehen, wo ist ein Barbar, der uns versucht eventuell zu schnappen, und können ihn aus dem Weg gehen. Haben die feindlichen Barbaren allerdings Kavallerieeinheiten, könnten sie uns einholen und uns stellen, uns doch noch abschlachten. Theoretisch, in der Praxis, haben die Entwickler auch hier einen Riegel vorgeschoben und geben dem Sabumkibitum diese Eigenschaft plus 17. 17. Leute, lasst euch es auf der Zunge zergehen. 17 Kampfstärke gegen schwere und leichte Kavalleriebeförderungsklasse. Ich kenne nicht viele Einheiten bei Civ 6, die gegen eine andere Klasse einen so extremen Bonus haben. Damit schlachten wir zu Beginn alles ab, was auf einem Pferd sitzt. Alles. Auch die auf Eseln. Die werden alle von uns abgeschlachtet. Später nicht mehr, irgendwann. Allerdings sehr, sehr lange wird er sich noch zur Wehr setzen können gegen feindliche Kavallerieeinheiten. Das ist schon sehr stark. Und davon hätte ich gerne mehrere gebaut. Die kosten auch keinen Unterhalt, das ist auch eine feine Sache. Kein rundliches Gold wie die Bogenschützen beispielsweise. Die können wir uns auch auf Dauer leisten. Davon schnell ein paar rausgehauen. Hat nur Vorteile. Wir bauen einen. Das ist unsere Strategie. Wo arbeitet unser Bürger? Der arbeitet natürlich hier vorne. Welches Feld als erstes dazukommt, wissen wir noch nicht. Jetzt ist die Frage, was ist die erste Forschung, die wir einstellen? Erinnert ihr euch, wir haben einen Malus in unserem Bonus versteckt. Der Bonus Enuma Anu Enlil bedeutet, ihr wisst es mittlerweile, Heureka bekommen, 100% der Forschungskosten, sofort, Forschung ist automatisch da. Klingt cool, aber Nachteil, der damit verbunden ist, alle unsere Wissenschaftserträge werden halbiert. Das bedeutet konkret, beim Blick in Babylon, der Palast in Babylon produziert ja 2 Forschungspunkte. 0,5 jeder Bürger. Das heißt, eigentlich sollten wir 2,5 haben, wird halbiert. Wir haben nur 1,2 an Forschungspunkten und dadurch sind wir schneckenlangsam. Das merkt ihr auch gleich. Ich finde persönlich, es ist absolut naheliegend, mit solchen Boni und Mali, die wir haben, diese drei Technologien uns als erstes zu holen. Keramik, Tierzucht und Bergbau, weil wir die sowieso nicht freischalten können mit einem Heureka. Und ja, die können wir sowieso nur erforschen und den Rest können wir vielleicht auch so uns ertricksen. So stelle ich mir das vor. Ich würde gerne auf Keramik gehen, das hatte ich auch im ersten Video-Special gemacht, weil für uns essentiell ist, das Palgum freizuschalten. Das ist das Gebäude, habe ich eben schon erklärt, das die Wassermühle ersetzt und so weiter und so fort. Unser Spezialgebäude, das bekommt dann über Bewässerung. Dieser Bonus hier, Matsumanix, ich werfe es immer wieder durcheinander. Hier steht, das ist so komisch in der deutschen Übersetzung, baut eine Ressource ab bei dem Heureka. Beim Rad steht, baut eine Ressource ab. Ähnlich heißt es etwas später noch bei irgendeinem anderen Heureka. Was ist damit gemeint mit baut eine Ressource ab? Ich glaube, gemeint sind bestimmte Modernisierungen, nicht? Also im Falle der Bewässerung ist damit gemeint, dass wir einen Bauernhof zum Beispiel auf einer Reisressource, Weizenressource oder auch auf dem Maisfeld errichten. Weißt du, was beim Rad bedeutet? Beim Rad, meine ich, wäre es ähnlich, nämlich dass wir tatsächlich das auch eine Mine errichten müssen, aber oder einen Steinbruch auf einer Steinressource oder auf einer Kupfermine. Wenn ihr das genau wisst im Chat, Schwarmintelligenz, her mit euch. Alles macht Vorzüge. Warum wir Keramik uns holen wollen, obwohl wir sie ja nicht brauchen für die Bewässerung, sobald wir den Bauernhof gebaut haben. Ja, weil wir die auch sonst haben wollen. Wir wollen ja auf jeden Fall Kornspeicher, brauchen wir garantiert. Wir setzen auf schnelles Wachstum. Aber vor allem deshalb, wenn es halt zu spät kommt, dann auf jeden Fall dorthin. Die drei holen wir uns. Alternative, wenn wir Glück haben, haben wir ein Pferdevorkommen direkt bei uns in der Nähe der Stadt und haben dadurch noch einen mächtigen Startboost. So kann man auch argumentieren. Dritte Möglichkeit ist, auf Mine zu gehen
aber ich würde gerne auf Keramik mit der Begründung, die ich gerade gegeben habe. Dann gehen wir hier wieder raus. Bei Rat, danke an Smarty, die Modernisierung eines Luxusfeldes muss mit einer Mine erschlossen werden. Das sei das Heureka, das wir brauchen. Danke an dich. Matsuman X, behalt das mal bitte für mich. Ich vergesse sowas immer. Und Bonus, der Pro berichtet aus der englischen Lokalisierung des Spieles, aus der englischen Textfassung, dass da ganz klar steht, bei Bewässerung Farm, eine Ressource muss gefarmt werden, also eine Farm drauf errichtet werden. Und beim Rad steht in der englischen Übersetzung, eine Ressource muss mit einer Mine angeschlossen werden. Das ist halt tatsächlich in der Übersetzung etwas schlecht. Matsumanix, behalt das mal für uns. Ich kann gerade nicht mitschreiben. Das machen wir jetzt in der ersten Runde. Und jetzt klicke ich zum allerersten Mal, weil ich will nicht ohne eine Runde weiter den YouTube-Leuten sagen, das war die erste Folge, auf eine Runde weiter. Jetzt sind wir in der zweiten Runde. Und jetzt kann ich den Leuten auf YouTube sagen, auf Twitch geht es weiter. Nächste Folge kommt ganz, ganz schnell. Das ist ein Live-Let's Play auf Twitch, das danach auf YouTube kommt. Folge um Folge, eine nach der anderen. An dem ersten Tag, an dem das veröffentlicht wird, mindestens 3 Videos. Wenn ihr wissen wollt, sage ich den YouTube-Leuten, wann welches Aufzeichnungsvideo kommt. Hier drunter in der Textbeschreibung auf YouTube findet ihr einen Link. Der führt auf meine Patreon-Seite, da mache ich Crowdfunding. Und da gibt es einen Programmplan. Den poste ich dort alle 1 bis 2 Wochen. Da steht genau drin, nicht nur wann welcher Twitch-Stream kommt, sondern auch wann welches Video kommt. Da könnt ihr sehen, dass in den ersten beiden Tagen, glaube ich, 7 Videos rauskommen. Um wie viel Uhr die kommen, könnt ihr euch informieren. Auf Twitch geht's weiter und auf YouTube in Kürze dann auch.